Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einer Berliner Erklärung ist heute die internationale Afghanistan-Konferenz zu Ende gegangen. Darin wird dem Land umfangreiche Unterstützung beim Wiederaufbau sowie bei politischen und wirtschaftlichen Reformen zugesichert. Konkret sollen in den nächsten 3 Jahren Finanzhilfen von insgesamt mehr als 8 Milliarden Dollar fließen. Außerdem sagten die Vertreter aus mehr als 50 Staaten den weiteren Einsatz der internationalen Schutztruppe ISAF zu. Ein gelöster afghanischer Präsident und ein deutscher Außenminister, der die Berliner Konferenz als Erfolg bezeichnet. Hamid Karzai kann zurück nach Kabul fahren mit einer Reihe von weiteren Hilfszusagen und Unterstützungsangeboten. Aber Afghanistan und die Staatengemeinschaft sehen sich weiterhin drei Bedrohungen ausgesetzt. Die Drogen, die Aktivitäten der Warlords und der Terrorismus sind wie ein Dreieck, das sich gegenseitig verstärkt. Im Kampf gegen die Warlord-Milizen und Terroristen hätte Hamid Karzai gern eine stärkere Unterstützung der ISAF und US-Truppen. Auch zur Absicherung der Wahlen im September wünscht sich Karzai stärkeren militärischen Schutz. Doch so viele Truppen oder auch so viel militärisches Gerät, wie man eigentlich braucht, um dieses Land ähnlich so zu stabilisieren, wie das insgesamt im Balkan geschieht, gibt es nicht. Dafür haben sich Afghanistans Nachbarn heute verpflichtet, den Drogenhandel und Transport durch ihre Länder noch stärker zu bekämpfen. Joschka Fischer betont, dass dies vor allen Dingen im Interesse des afghanischen Volkes ist, aber auch der gesamten Region, dass wir hier erfolgreich ebenfalls vorankommen. Doch einen Einsatz der Bundeswehr gegen die Drogenbarone schließt Fischer weiterhin aus. Die Euphorie des deutschen Außenministers könnte verfrüht gewesen sein, denn auf 2 Fragen hat die Berliner Konferenz keine Antwort gefunden. Muss das internationale Kontingent inklusive der Amerikaner nicht mit sehr viel höheren Truppenzahlen in Afghanistan operieren, um wirklich freie Wahlen im September garantieren zu können? Und reicht eine Absichtserklärung der Anrainerstaaten Afghanistans aus, den Drogenhandel zu kontrollieren? Und das bei einflussreichen Drogenkartellen und einem verdoppelten Drogenanbau im Lande? Der Bundestag hat sich heute erstmals mit den Regierungsplänen für eine Ausbildungsplatzabgabe befasst. Zahlen sollen Unternehmen, die auch bei SPD und Grünen umstrittene Umlage dann, wenn es am Anfang eines Ausbildungsjahres nicht genügend Lehrstellen gibt. Die Opposition warf der Regierung vor, sie betreibe die Verstaatlichung der Berufsausbildung und wolle dafür die Bürokratie aufblähen. Er gilt inzwischen als größter Befürworter der geplanten Ausbildungsplatzabgabe. Doch das Reden im Plenum überließ SPD-Partei- und Fraktionschef Müntefering heute lieber anderen. Bildungsministerin Bullmann vertrat den umstrittenen Gesetzentwurf und verwies auf eine insgesamt schlechter werdende Ausbildungsleistung der deutschen Wirtschaft. Das Gesetz wird nicht ausgelöst und darf auch nicht ausgelöst werden, wenn es ausreichende Ausbildungsplätze gibt. Das heißt, die Wirtschaft hat es selber in der Hand. Ende 2003 hätten rund 25.000 Lehrstellen gefehlt. Wenn dies so bleibt, sollen zukünftig Betriebe mit mindestens 10 Beschäftigten, die gar nicht oder zu wenig ausbilden, eine Umlage zahlen. Für die Opposition ist das der falsche Weg. Wenn die Unternehmen in Deutschland wissen, dass sie bezahlen müssen, dann werden sie jede Anstrengung, auch über den eigenen Bedarf hinaus auszubilden, einstellen und werden zahlen. Auch innerhalb der Regierungsparteien bleibt die Ausbildungsplatzabgabe umstritten. Dort sehen manche, dass es so kompliziert ist und komplex ist, dass es kaum praktikabel oder dass ich mir jedenfalls sehr schlecht eine Praktikabilität dieses Gesetzes vorstellen kann. Union und FDP wollen jetzt versuchen, das Gesetz mit einem Einspruch des Bundesrats zu stoppen. Die dafür notwendige 2/3-Mehrheit lässt sich aber nur mit Hilfe SPD-regierter Länder erreichen. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gelten als klare Gegner einer Ausbildungsplatzabgabe in der jetzt vorliegenden Form. Sie beharren auf länderspezifischen Regelungen und drohen ziemlich offen, im Bundesrat mit Nein zu stimmen. Diese Stimmen würden dann reichen, um die Ausbildungsplatzabgabe scheitern zu lassen. Bundesumweltminister Trittin will Dieselautos mit Rußfilter bei der Steuer um bis zu 600 Euro entlasten. So solle der Ausstoß krebserregender Partikel schnell gesenkt werden, erklärte Trittin. Der Nachlass könne finanziert werden, ohne andere Autofahrer zu belasten.
Trittin verwies auf steigende Dieselzulassungen und damit Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer. Bundesfinanzminister Eichel sagte, der Bund werde den Ländern hier keine Richtung vorgeben. Beim Technologiekonzern Siemens sind tausende Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet. Das Unternehmen teilte mit, in 7 von 14 Konzernbereichen seien Einsparungen und Umstrukturierungen geplant. Es gebe konkrete Absichten für die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins billigere Ausland, beispielsweise nach Ungarn und China. Die IG Metall befürchtet, dass bei Siemens hierzulande insgesamt mehr als 10.000 Stellen auf dem Spiel stehen. Besorgte Mienen bei den Mitarbeitern der Mobiltelefonfertigung im niederrheinischen Kamp-Lintfort. Arbeitnehmer demonstrierten heute gegen die befürchtete Verlagerung ihrer Arbeitsplätze ins billigere Ungarn. 2000 Stellen sind in Kamp-Lintfort und Bocholt in der Fertigung von schnurlosen Telefonen und Handys gefährdet. Die Verlockung für Siemens, am ungarischen Alternativstandort wären die Arbeitskosten um 30% niedriger. Auch in anderen Geschäftsbereichen sollen Jobs ins Ausland wandern, Standorte geschlossen werden, die Löhne sinken. Die IG Metall will sich nicht erpressen lassen. Und zwar erpressen nach der Devise, Vogel friss oder stirb. Entweder ihr seid bereit, auf 25% eures Einkommens zu verzichten und 5 Stunden umsonst zu arbeiten. Das, wie gesagt, von einem Unternehmen zu hören, das manchmal vor lauter Finanzkraft nicht mehr laufen kann, ist eine der großen Enttäuschungen. Mehr als 10.000 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel, sagt die Gewerkschaft. Die Konzernführung bestreitet das. Es ist anders. Wir wollen gemeinsam mit unseren Belegschaftsvertretern darum kämpfen, so viel wie möglich an Beschäftigung hier in Deutschland zu halten. Ob das gelingt, werden die nächsten Monate zeigen, wenn Manager und Belegschaft um Lösungen ringen. Die Zahlen sprechen indes eine eigene Sprache. So kostet die Arbeitsstunde eines Programmierers hier 54 Euro, in China 14 und in Indien nur 7 Euro. Die Bronzestatue vor der Siemens-Zentrale in München scheint den Weg zu weisen. Die Vereinten Nationen haben einen abschließenden Plan zur Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel Zypern vorgelegt. Zuvor waren Gespräche griechischer und türkischer Zyperer in der Schweiz ohne Einigung zu Ende gegangen. Der Vorschlag von UN-Generalsekretär Annan sieht eine Konföderation aus 2 Teilstaaten vor. Am 24. April sollen der griechische Süden und der türkische Norden der Insel getrennt darüber abstimmen. Bei einer Ablehnung kann im Mai nur der griechische Teil der EU beitreten. Fast 3 Wochen nach den verheerenden Anschlägen von Madrid sind die Ermittler jetzt offenbar dem Drahtzieher auf der Spur. Wie aus Justizunterlagen hervorgeht, soll ein 35-jähriger Tunesier die Terrorgruppe geführt haben. Nach dem Mann wird, wie nach weiteren 5 mutmaßlichen Komplizen, mit internationalem Haftbefehl gefahndet. Im Zusammenhang mit den Anschlägen sitzen zurzeit in Spanien 19 Verdächtige in Gewahrsam. Bei Razzien in 5 europäischen Ländern sind mindestens 40 mutmaßliche Mitglieder einer linksextremen türkischen Organisation festgenommen worden. Wie hier im italienischen Perugia wurden auch in der Türkei, Deutschland, Belgien und den Niederlanden Häuser durchsucht. Die Razzien richteten sich gegen die größte linksextreme Gruppe der Türkei, die Revolutionäre Volksbefreiungsfront. Sie hatte sich zu Anschlägen in der Türkei bekannt, mit denen sie gegen den Irakkrieg protestieren wollte. Soldaten der NATO-Truppen in Bosnien haben erneut versucht, den früheren bosnischen Serbenführer Karadzic festzunehmen. Am frühen Morgen durchsuchten sie ein Haus in Pale, dem früheren Wohnort Karadzic. Nach Angaben eines S-Vorsprechers konnten sie den Flüchtigen aber nicht stellen. Bei der Aktion wurden 2 Personen verletzt. Karadzic soll sich vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen die Genfer Konvention verantworten. Baden-Württemberg untersagt als erstes Bundesland Lehrerinnen das Unterrichten mit Kopftuch per Gesetz. Der Stuttgarter Landtag fasste den Beschluss heute mit großer Mehrheit. Das Bundesverfassungsgericht hatte im September entschieden, dass die Länder selbst gegebenenfalls die rechtlichen Grundlagen für ein solches Verbot schaffen müssen. Anlass war die Klage einer muslimischen Lehrerin, die auch in der Schule nicht auf ihr Kopftuch verzichten wollte. Mit Kopftuch im Unterricht für Schülerinnen kein Problem. Für Lehrerinnen in Baden-Württemberg allerdings ist das seit heute verboten. Das Kopftuch sei ein politisches Symbol und damit mehr als ein religiöses Bekenntnis zum Islam, so die Begründung im Gesetz. Und das wurde heute mit großer Mehrheit im baden-württembergischen Landtag verabschiedet. Nur die Grünen stimmten dagegen.
Das Land ist damit bundesweit das erste, das das Kopftuch aus eigener Initiative per Gesetz verbietet, so wie es das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil verlangt hatte. Die große Frage ist jetzt, ob das Gesetz dieses Mal vor den Richtern in Karlsruhe bestehen kann. Für die Richter, für uns, für die Öffentlichkeit ist das Neuland. Wir alle sind beschäftigt mit einer Situation, die es so noch nicht gab. Wir haben es uns nicht leicht gemacht und ich vermute, dass das Gericht auch nicht zuletzt in unseren Debatten erkennen wird, dass wir hier sehr sensibel vorgegangen sind. In dem Gesetz wird der Spagat versucht, christliche und jüdische Symbole zu erlauben, das Kopftuch aber zu verbieten. Namhafte Verfassungsrichter haben daran mitgearbeitet und trotzdem wird damit gerechnet, dass auch dieses Mal das letzte Wort die Richter in Karlsruhe haben werden. Knapp 2 Jahre nach dem Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium hat die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen aufgenommen. Thüringens Justizminister Gasser wollte heute bei der Vorstellung eines neuen Kommissionsberichts nicht ausschließen, dass der 19-jährige Täter möglicherweise einen Mitwisser hatte. Bei der Bluttat hatte der Ex-Schüler 16 Menschen und sich selbst erschossen. Nur in Andeutungen präsentierte der Justizminister von Thüringen heute eine neue Erkenntnis über den Amoklauf von Erfurt. Möglicherweise hatte der Täter Mitwisser. Eher beiläufig erfuhr die Presse, dass neue Spuren aufgetaucht sind. Es sind Spuren, die potenziell auf etwas Gefährliches hindeuten könnten. Es muss nicht sein, aber es muss noch geklärt werden. Also Sie müssen sich jetzt hier nicht beunruhigen, dass hier noch ein weiterer Robert Steinhäuser herumläuft. Weitere Einzelheiten darüber gab es nicht, aber die Kommission bestätigte zumindest, dass es einen Warnanruf vor dem Massaker gegeben hat. Am 26. April 2002 erschoss Robert Steinhäuser 16 Menschen im Gutenberg-Gymnasium, bevor er sich selbst richtete. Schon kurz nach dem Amoklauf waren erste Vorwürfe gegen die Polizei laut geworden. Die Beamten seien zu spät im Gebäude gewesen, Verletzte seien nicht rechtzeitig von den Notärzten versorgt worden. Doch der Kommissionsbericht bestätigt weitgehend eine erste Untersuchung vom Sommer 2002. Danach können der Einsatzleitung keine schwerwiegenden Versäumnisse nachgewiesen werden. Auch bei schnellerem Eingreifen hätte es für die Opfer keine Rettung gegeben. Doch für einige Angehörige bleiben Fragen offen. Es enttäuscht mich ein bisschen, das Ergebnis insgesamt, auch wenn man hingegangen ist und hat an den Stellen, an denen es halt nicht mehr wegzureden war, Fehler eingestanden hat. Der vollständige Untersuchungsbericht darüber, was hier am Gutenberg-Gymnasium vor 2 Jahren geschah, soll nächste Woche veröffentlicht werden. In Baden-Württemberg ist heute der Triebwagen eines ICE entgleist. Der Zug war mit einem Traktor zusammengestoßen, der von einem Weinberg auf die Schienen gestürzt war. Der Traktorfahrer wurde schwer verletzt. Ein entgegenkommender ICE schrammte gerade so am Unglückszug vorbei. Der entgleiste ICE war von Basel unterwegs nach Freiburg. Der Zusammenprall ereignete sich in der Gemeinde Effringenkirchen. Es war Glück im Unglück. Ein Winzer arbeitete oberhalb der Rheintalstrecke am Weinberg, als er mitsamt seinem Traktor ins Rutschen kam, diesen Abhang hinunterstürzte und auf den Gleisen liegen blieb. Der ICE aus Basel rammte den Traktor. Der Triebkopf sprang durch die Wucht des Aufpralls aus den Schienen. Die Zuginsassen kamen mit dem Schrecken davon. Vor allem, wir haben direkt den Verletzten hier liegen gesehen. Und das hat uns schon sehr erschreckt und wir denken, wir haben sehr Glück gehabt. Der Winzer konnte sich vor dem Zusammenstoß schwer verletzt retten. Sowohl Fahrgäste als auch Anwohner entkamen nur knapp einer Katastrophe, denn dem entgleisten ICE kam ein Zug entgegen. Wir wissen ja, dass die 2 ICEs sich einander gestreift haben. Gott sei Dank nur im Endbereich. Wenn die frontal ineinander wären, wäre sicher einer den Abhang hinuntergestürzt und der zweite, das Heckteil, hätte sich im Tunnel verkeilt. Es ist kaum auszudenken, was da hätte passieren können. Die Fahrgäste wurden im unbeschädigten Teil des Zuges zum nächsten Bahnhof geschleppt. Der entgleiste ICE wurde wieder auf die Schienen gesetzt. Bis zum Nachmittag blieb die Rheintalstrecke voll gesperrt. Die Bahn hatte einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Als der Unglücks-ICE abgeschleppt war, konnte die Strecke Basel-Freiburg wieder eingleisig befahren werden. Bis morgen soll auch das 2. Gleis repariert sein. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 2. April. Der Osten Europas profitiert noch vom Sonnenhoch. West- und Mitteleuropa geraten dagegen immer mehr unter Tiefdruckeinfluss. Da weiterhin Warmluft aus Südeuropa nach Deutschland fließt, bleibt es mild. Der Norden bekommt allerdings einen Schwall Kaltluft ab.
Heute Nacht gibt's gelegentlich ein paar Wolken, sonst bleibt es meist klar. Der Tag beginnt recht freundlich, aber später breiten sich von Westen immer mehr Wolken aus. Am Nachmittag und Abend muss mit einzelnen, zum Teil gewittrigen Schauern gerechnet werden, vor allem westlich des Rheins. Im Norden frischer bis starker Wind aus östlichen Richtungen, an den Küsten mit stürmischen Böen. Ansonsten meist schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. Im Breisgau heute Nacht 8, am Alpenrand 0, sonst 2 bis 7 Grad. Morgen Werte von 10 Grad auf Rügen bis 20 Grad an Rhein, Main und Neckar. Am Wochenende windiges Schauerwetter, aber auch die Sonne hat gelegentliche Auftritte. Die neue Woche startet regnerisch. Der Wind wird noch kräftiger. Im Norden und auf den Bergen könnte er zeitweise Sturmstärke erreichen. Die Temperaturen am Montag nur noch 11 bis 16 Grad.